schwarz-rot-goldene Curbs und hier und da sind noch die letzten Überreste des MotoGP-Wochenendes zu sehen. Nach 12 Jahren auf dem Hockenheimring zog es den PS Junior Grand Prix in diesem Jahr erstmals auf die Grand Prix-Strecke des Sachsenrings. Ja, wir sind jetzt beim 13. Junior Grand Prix mal an einem neuen Ort. Wir haben uns überlegt, an Sachsenring zu kommen. Ist natürlich die deutsche Grand Prix Strecke und das fanden wir sehr, sehr passend zum Junior Grand Prix. Gut, die R1 ist natürlich neu und wir haben auch zwei R1en hier. Ja, und wir haben eine astreine Gixxer da. Das Motorrad ist vielleicht auf dem Papier alt, aber dass man ordentlich was draus machen kann, zeigt der Klaus Bretter. Dann haben wir eine Langstrecken RSV4 da, also irgendwas was wirklich Emotionales, eine Aprilia. Ja, ich glaube, wir haben doch ein paar nette Motorräder versammelt. 750er Suzuki, es geht eigentlich immer. Und klassisch einen 600er haben wir dann doch da mit der 675 vom Bike Shop Lüchow in der Triumph Daytona. Ja, wir bauen relativ viele Rennmotorräder für Hobbyfahrer und auch etwas schnellere Hobbyfahrer, also auch teilweise für IDM-Fahrer auf. Also es ist so, dass die Fahrbarkeit doch das Wichtigste ist, dass der Hobbyfahrer sich damit zurechtfindet und dass es bloß alles nicht so kompliziert wird. Er muss im Prinzip draufsteigen können, tanken, Luftdruck prüfen und der Rest muss funktionieren und muss halten. Ja, dieses Mal, wie gesagt, haben wir die Daytona 675R dabei. Direkt aus der Challenge, zwei dritte Plätze am letzten Wochenende in Oschersleben und direkt so geht sie in den Tuner Grand Prix. Ich bin dann doch sehr überrascht, wenn Arne Tode von dem Motorrad steigt und grinst und sich freut, dass es gut funktioniert. Das ist dann ein richtiger Schulterklopf. Ja, mit der Daytona ist natürlich schon nochmal eine spezielle Sache. Das Motorrad ist mir sehr bekannt. Und naja, ist ein 600er Motorrad, also eine Supersportler. Und das ist hier auf dem Sachsenring tatsächlich von Vorteil, weil du hast so viele Kurven, viele enge Passagen. Du brauchst hier nicht unbedingt die absolute Spitzenleistung. Also das ist schon ganz toll. Und auch bei der Endurance-Maschine von Aprilia Grebenstein steht die Standfestigkeit im Vordergrund. Wir haben ein Langstreckenmotorrad mitgebracht, Aprilia RSV Superbike, Baujahr 2014, welches in vielen Bereichen optimiert wurde. Motor, Antrieb, Verkleidung und dann entsprechend Langstreckenoptimierung mit Tankgröße, Anpassung, Schnellwechselanlagen. Und damit fahren wir die Deutsche Langstreckenmeisterschaft, die DLC. Es ist alles viel Enthusiasmus, viel Liebe, viele gute Menschen, die wir kennen müssen. Dreher, Fräser, Schweißer. Ja, ohne die Jungs geht's nicht. Ohne die Sponsoren, ohne die Freaks, die freiwillig mitkommen, auf eigene Kosten zu den Rennstrecken reisen, dann mit Schrauben ihr Bestes geben und dann ist es manchmal auch der Meistertitel wie 2014. War einfach geil. Bis zu 1800 Rennkilometer können es im Langstreckenrennsport schon mal an nur einem Wochenende. Da empfiehlt sich ein Kundenkonto beim Tuner Grand Prix Partner Bridgestone, der das schwarze Gold gleich LKW-weise mit an die Strecke bringt. Also wir haben einen neuen Reifen rausgebracht, den RS10. Das ist ein straßenzugelassener Rennreifen. Die Betonung liegt auf Rennreifen. Die Eigenschaften hat er natürlich auch mit einer sehr, sehr guten Haftung. Und ja, das nutzen wir heute hier beim Tuner Grand Prix, um den Reifen auch mal vorzustellen. RS10 bedeutet Racing Street. Das hatten wir ja schon ein paar Jahre im Programm, diese Racing Street Reifen, die wir da bauen. Wie gesagt, sagt da schon der Name Racing Street, ne? Also ein Rennreifen für die Straße. Die PS Tuner Grand Prix Urgesteine von TTSL konzentrieren sich hingegen schon seit Jahren ausschließlich auf die Perfektionierung von reinrassigen Racebikes. Wir sind dieses Jahr hier angetreten, um einfach wieder zu zeigen, was man aus unserer Produktpalette alles herstellen kann. Hier haben wir jetzt ein Motorrad mitgebracht, wo viele unserer Produkte verbaut sind, wo so ein bisschen unser Know-how auch dann komplett eingeflossen ist, von Fahrwerk über Motor, über Elektronik, als komplettes Paket. Und ja, jetzt sind wir das 12. Mal, glaube ich, beim Tuner Grand Prix dabei. Also jedes Jahr ein interessantes Motorrad dabei gehabt. Ja, und das ist dieses Jahr eben die GSX-R. Am Markt haben sie eine Zeit lang ja eine sehr kleine Rolle gespielt. Die Tausender kamen mit großen Elektronikpaketen. Jeder schrie nach 200 PS. Wir beobachten gerade in den letzten Jahren mehr und mehr, dass doch viele Leute sagen, also die 600er ist mir einfach wirklich zu anstrengend, auch im Rennverkehr zu fahren, weil da ein bisschen Leistung fehlt. Die Tausender, dafür brauchst du natürlich Wahnsinnskonditionen. Da ist so eine 750er schon ein schöner Kompromiss. Ja, wir reden hier über jenseits 160 ehrliche PS und das geht schon ganz gut vorwärts. Also das kann man schon gut mitfahren.
Wie sehr die TTSL-Gixxer nach vorne ging, musste ein ambitionierter junger Racer auf seiner Daytona erfahren. Beim Versuch an Arne Tode auf der TTSL Suzuki dran zu bleiben, klappte ihm in der schnellen Sachsenkurve das Vorderrad ein. Ein besonderes Augenmerk fiel in diesem Jahr natürlich auf die von Grund auf neu konzipierte Yamaha R1. Gleich zwei der neuen japanischen Waffe donnerten mit feinstem Zubehör getuned über den Sachsenring. Dieses Jahr haben wir eine Superbike IDM-Maschine im Look einer MotoGP-Replika. Diese Replika-Verkleidung wurde uns exklusiv dank unserer engen Kooperation mit Yamaha und Yamaha Racing für dieses Event geliefert. Darunter steckt ein Superbike IDM-Bike, was von Max Neunkirchner auch so gefahren wird in der Superbike IDM. Ja, auch mit unserer Fußrastanlage, unseren Achsprotektoren, all unseren Teilen. Mächtig fauchend und bis zur Anbremszone wild wheelend donnerte PS-Redakteur Volkmar Jakob mit der laut Tuner-Angaben 221 PS starken R1 an den sensiblen sächsischen Tonmessgeräten vorbei, was ihm immer wieder die schwarze Flagge einbrachte und somit die Testfahrt unterbrach. Deutlich leiser hingegen die perfekt aufgebaute R1 von Yamaha Klein, mit der Ex-Motor-2-Fahrer Arne Tode mit 1.28.3 auch direkt eine Top-Rundenzeit ablieferte. Also wir haben uns dieses Jahr eine R1 vorgenommen, 2015er Modell, verbaut in dem Motorrad eine Ölinsgabel, die von den äußeren Komponenten weitestgehend einer R1M-Gabel entspricht. Hinten verbaut ist ein Ölins TTX-GP-Federbein, was erwiesenermaßen hervorragend funktioniert. Das Motorrad ist sehr schön fahrbar, was gerade hier am Sachsenring enorm wichtig ist, wo es weniger auf Spitzenleistung, sondern auf wirklich ein perfekt fahrbares Motorrad ankommt. Und das Motorrad wird auch in Deutschland unter Wert verkauft, ist zumindest meine Meinung. Wenn man die Fachpresse in Spanien, in Italien, in England sieht, die überschlagen sich über dieses Motorrad. Nur in Deutschland wird das Ganze so ein bisschen, ich will mal sagen, so wie so ein Stiefkind behandelt. Aber das ist dem Motorrad mit Sicherheit nicht angemessen. Dass Dominik Klein aber auch ein Händchen für klassische Motorräder hat, zeigte seine XJR 1300 am Stand des Tuner Grand Prix Partners Magura. Das ist eine XJR vom Dominik Klein, der am Yardbuild von Yamaha teilnimmt. Und wir haben seit Jahren einen relativ guten Kontakt zum Dom. Und dadurch sind unsere Teile und unsere Pumpen faktisch mit auf dem Motorrad drauf. Das Spezifische an der Pumpe selbst ist letztendlich, dass du das Bremsverhalten oder das Handbremshebelgefühl einstellen und ändern kannst. Dadurch eben das Teil individualisieren, so dass es zu meinem eigenen persönlichen Geschmack passt. Was man mit dem richtigen Know-how aus einem vermeintlich älteren Superbike herausholen kann, zeigte Klaus Bretter mit seiner GSX R1000, die am Sachsenring vom Schauspieler und GSX R-Cup-Fahrer Daniel Perik gefahren wurde. Wir haben uns dieses Jahr mal an den Design von der MotoGP mal abkopiert, weil Suzuki ja wieder einen Eintritt in der MotoGP hat, und hatten wir gedacht gehabt, machen wir das Design mal so, wie es in der MotoGP halt auch ist. Der Gedanke war auch, eine Suzuki zu nehmen, um mal zu zeigen, dass Suzuki auch noch nicht zu den alten Eisen gehört, weil es ist eine Entwicklung von 2009. Und das, was wir hier reingezaubert haben, lässt sich zeigen. Ist vieles von Yoshimura verbaut, was ja hauseigene Suzuki-Tuner ist. Na, wie zum Beispiel Kit-Steuergerät, Kit-Kabelbaum, Yoshimura-Umlenkungsrollen drin, um mehr Traktion reinzubekommen. Der Anspruch ist halt größer, aber wenn man das Ganze im Griff kriegt, hat man auch richtig Spaß damit. Ja, das ist ja eine 1000er, wir fahren eine 750er. Das ist also deutlich mehr Leistung. Und speziell in diesem Modell, wo so viel auch an Yoshimura, dieser hausinternen Marke, des Tuning-Marke ja verbaut worden ist, ist es ja keine gewöhnliche 1000er. Reden da ja konkret immer noch über 50 PS mehr gerade. Ne? Also, und wirklich reelle 50 PS. Die du deutlich merkst, wenn du hier auf einer Berg- und Talbahn auf dem Sachsenring die Berge hochfährst und das Ding wirklich schiebt und schiebt und schiebt. Auch in diesem Jahr brachte der PS Tuner Grand Prix wieder das Who is Who der deutschen Tuner-Elite zusammen. Die Grand Prix-Strecke des Sachsenrings lieferte hierfür den perfekten Schauplatz, dessen außergewöhnliche Atmosphäre die Teilnehmer bis in die späte Nacht genossen.